Alter besser. So, ihr Lieben, heute machen wir mal was ganz anderes. Wir werden uns indirekt kurz sportlich betätigen und zeigen euch dann etwas von Hamburg. Ja, wir sind mal richtig, richtig ausgeflippt. Jetzt wo im Ende März Schnee liegt, haben wir gedacht, machen wir auch mal was Cooles, was Unerwartetes. Ja. Seid gespannt, wir nehmen euch definitiv mit. Anstrengend war es. 452 Stufen später. Aber wir haben es geschafft. Wir sind, wo sind wir? Wir sind auf dem Hamburger Michel, eines der Wahrzeichen unserer schönen Stadt. Und was man vielleicht noch sehen konnte, wir haben letztes Mal, als wir euch so ein bisschen informiert haben, was gerade bei uns los ist, haben wir euch die Elfi vom Boden ausgezeigt. Und dieses Mal sehen wir sie von oben. Ich weiß nicht, wie hoch wir hier sind, aber hoch. Auf jeden Fall höher als letztes Mal. Genau. Und ja, gut, wir haben euch natürlich auch noch was mitzuteilen. Und zwar, Ostern steht vor der Tür. Mhm. Die Ligasaison geht in weniger als einem Monat los. Auch wenn man das nicht sieht, weil heute Schnee liegt. Und wir haben uns eigentlich mal gefragt, was sozusagen unsere Segler jetzt über Ostern machen. Genau. Wie bereiten die sich vor? Was tun die alles, damit sie bestmöglich vorbereitet sind? Genau. Und da haben wir herausgefunden, dass alle irgendwie am Gardasee sind. Vielleicht hoffen sie auf ein paar Sonnenstunden. Ja, das haben die mit Absicht gemacht. Ich glaube auch, dass sie wussten, dass hier der Schnee kommt. Und es ist, glaube ich, ganz bunt gemischt. Was haben wir gesehen? NAV, Itzehoe. Genau, aus dem Süden sind einige Clubs dabei. Dann haben wir auch einen Neuling dabei, der Röbeler Seglerverein Müritz. Die sind jetzt über den DSL-Pokal bzw. über die Regionalliga dazugekommen. Die sind ganz neu. Die trainieren da. Ja, und wir werden eventuell auch vor Ort sein, hoffen auch auf ein paar Sonnenstunden und werden euch natürlich irgendwie so ein bisschen live vom Gardasee berichten. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Und was wir fast ganz vergessen haben. Genau, wir wünschen euch, beziehungsweise das gesamte Ligateam wünscht euch frohe Ostern. Mit etwas Sonnenstrahlen. Ja, ein paar schöne Tage wünschen wir euch.